Hallo zusammen. Hallo miteinander. Wir sind jetzt hier alle versammelt, weil wir etwas mega Grosses zu feiern haben. Und zwar feiern wir die Eröffnung, die virtuelle Eröffnung vom Fumetto Comic Festival in Luzern. Weil wir jetzt alle eigentlich schon total am Festen wären und all das uns würden erzählen, was wir erlebt haben an dem ersten Tag, haben wir gedacht, wenn wir schon das Festival nicht machen dürfen, dann wollen wir doch mit euch anstoßen und wir wollen ein bisschen etwas mit euch teilen, was wir sonst an diesem Tag einfach so als speziell und einzigartig empfinden. Und jetzt seht ihr da einen Teil von unserem riesen Team, wo nur darauf wartet, um euch zu sagen, was sie so extrem freut, normalerweise an dieser Eröffnung. Und wieso, dass das der schönste Tag von ihrem Leben jedes Jahr ist. Ich fange mal an mit der ersten Frage, was der Tag so speziell macht. Und jeder wird sich dann auch vorstellen, was ich jetzt natürlich vergessen habe. Ich bin die künstlerische Leiterin vom Fumetto. Und für mich ist der Tag so speziell, weil nach einem Jahr planen und nach 2 Wochen Vollgas aufbauen plötzlich so viele Leute in die Ausstellungen strömen und man es vergessen hat, dass die ja dann irgendwann werden kommen. Und man ist so überwältigt von dem Moment, dass da wirklich so viele schauen können. Dass es einem eigentlich so ein bisschen hinterhält. Und jetzt gebe ich das Wort weiter an Joël. Der Joël ist der Bauleiter vom Fumetto, wo letztes Jahr den Einstand gefeiert hat, sozusagen, oder sich eingearbeitet hat als Hilfsbauleiter und jetzt kannst du das erste Festival nicht wirklich aufbauen, aber trotzdem kennst du so den ersten Eröffnungstag. Was findest du so toll an dem? Ja, sicher, zuerst mal alle zusammen. Sicher toll an dem Tag ist, dass wir ja, die ganzen Sachen fertig gebaut hätten. Ja, stressfrei sein, bis zum Abbau dann, nach den 10 Tagen. Und ja, einfach geniessen, dass alles gut gegangen ist und dass man pünktlich durchgekommen ist und nur noch eigentlich muss umeinander laufen, um vielleicht kleinere Sachen gehen, zu reparieren oder neu aufzuhängen. Ja, das wäre es eigentlich schon. Danke, Joel. Dann würden wir das Wort der Regel übergeben. Genau. Ich bin der Geschäftsleitung, mache Administration und Organisation fürs Fumetto. Und eigentlich mein Lieblingsmoment vom Festival ist so der Vorstart für mich, bevor Kornschütte Pumpe voll ist mit Leuten, die anstehen, wo können wir das Kaffee trinken, wo wir Büchershop gehen, wo Small Press haben gehen. Der innige Moment eigentlich, wo man für sich alleine hat, dort drinnen zu stehen. Es ist alles fertig aufgebaut, es ist parat. Man kann noch einen Kaffee trinken, gemütlich draußen hocken und dann geht es plötzlich einfach los, Schlag auf Schlag und dann rappelt es voll. Das ist etwas Wunderschönes. Genau. Danke vielmals. Dann würde ich das Wort im Fabian übergeben. Ja, hallo, ich bin Fabian, ich bin der Koordinator vom Small Press 7. Und für mich ist einfach das Tolle bei der Eröffnung, wenn die Tische stehen und am Freitagabend, Samstagmorgen die ersten Leute kommen und ihre Stände aufbauen und dann aus so ganz normalen Bierbänken und einem leeren Raum ein wirklich so ein Heffen für alle, die Comics, Drucke und so weiter mögen. Und mit den Leuten Bierchen trinken und danach in den Schweizer Hof zur Eröffnung zu gehen, das ist einfach der absolute Hit. Da fällt so richtig die Anspannung der Vorbereitung von einem ab. Danke vielmals. Dann würden wir das Wort der Steffi übergeben. Genau, ich bin Steffi, ich bin Projektleiterin der Satellitenausstellungen und meine Eröffnung ist eigentlich schon 10 Tage vorne, wenn ich die Satelliten eröffne und mir einen Spaziergang mit Gästen durch die Stadt und durch Ausstellungen mache. Und darum kann ich am Eröffnungstag oftmals auch geniessen. Ich bin dann aber gleich unterwegs und bin am Technik und Sachen organisieren für am Abend, für im Kleintheater an der Eröffnungsparty, wo wir dann alle zusammen uns treffen und tanzen bis am Morgen früh.
Frage ich doch direkt ab an Luc. Ja, mein Name ist Luc Meier. Ich bin der Leiter der Gastronomie am Fumetto. Ich schaue, dass Künstler, Staff und Besucher alle beglückt werden mit der richtigen Nahrung und Getränkeauswahl. Ich freue mich immer am meisten beim Start. Und das ist eigentlich mein zweites Jahr, das ich hier jetzt machen konnte. Familie kennenzulernen. All die Leute, die beteiligt sind, wo man nachher die Woche, eine intensive Woche miteinander wird verbringen. Und der Moment von der Eröffnung ist, wo man all die Gesichter zum ersten Mal kennt, noch nicht genau weiss, wer ist. Und ein paar Tage später schon zu seinen nächsten Leuten in dieser Woche zählt. Ja, das wär's gewesen. Und dann gebe ich weiter an die Lotte. Huhu, ich bin die Lotte. Ich mache Produktionsleitung bei Fumetto. Der Samstag ist für mich der Tag, wo die strenge Zeit zu Ende geht vom Aufbau. Alle Ausstellungen sind da, parat, die Leute strömen rein. Ich würde normalerweise an einem Samstag wie heute Pictobello-Künstler in Empfang nehmen. Das ist ein Live-Painting-Projekt, das an verschiedenen Orten in der Stadt Luzern stattfindet, in Zusammenarbeit mit Fumetto. Ich finde es mega schade, dass ich das dieses Jahr nicht machen kann. Ja, es sind schöne Kunstwerke, die auch entstehen. Nachher, wenn die Plakatwände fertig gestaltet sind, würden wir zusammen alle in den Schweizerhof gehen und dort ein schönes Apéro trinken. Schade, findet nicht statt. Ich gebe weiter an wer? An Tobi. Tobi. Ich glaube, der Tobi ist uns abhanden gekommen. Nein, ja, der Tobi ist verloren gegangen im virtuellen Netz. Ja, gut. Dann könnten wir, bis der Tobi wieder da ist und hoffentlich auch wieder zurückkommt, als Joker oder als Tobi, würden wir den Eva übergeben. Ich bin Eva. Ich bin Illustratorin und Comiczeichnerin und habe schon ein paar Mal am Fumetto mitmachen. Ich hatte auch dieses Jahr wieder eine Satellitenausstellung gehabt. Dieses Jahr durfte ich auch in der Jury dabei sein. Und wie jedes Jahr hätte ich auch dieses Jahr den Samstag am Small Press Heaven verbracht und habe mich besonders gefreut, nachher im Schweizerhof anzustoßen. Das will ich jetzt halt so machen. Was dieses Jahr speziell gewesen wäre, weil ich eben in der Jury gewesen wäre, hätten wir in der Eröffnung auch bekannt geben können, wer das gewonnen hat. Ich erlaube mir jetzt, das hier schnell zu machen, weil den Gewinner-Comic habe ich da sogar ausgedruckt. Das ist wirklich ein Zufall, ich habe nichts dafür. Aber die Gewinner dieses Jahr, das sind die Ronzo-Strips, man kann es da glaube ich lesen. Das ist eine Gruppe von sehr guten Freunden von mir, aber ich habe kein Wort gesagt in dem Teil von der Jurierung. Ich bin nur rot geworden wie eine Tomate und habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich gewonnen habe. Aber ja, jetzt halt es so. Das wäre es von mir, glaube ich. Ja, gut, danke vielmals. Es lebt alles mega auf. Der Tobi ist immer noch nicht da. Tobi. Gut, also dann machen wir weiter. Jetzt haben wir eigentlich schon mega viel können hören. Und jetzt doch noch, falls man das noch kann, so auf den Punkt bringen, was denn so das Schönste an allem ist, also dem Festival insgesamt. Vielleicht überschneidet sich das, aber vielleicht haben wir auch noch eine neue Idee. Ich tue das, was die anderen gesagt haben. Was ist das Schönste von dem ganzen, ja, von dem ganzen Tag vom Festival? Auf was habt ihr euch besonders gefreut? Also ja, gut, soll ich das wieder weitermachen? Genau. Gut, also auf was ich mich sicher am meisten gefreut hätte, wäre gewesen, wenn ich ja, sicher die glücklichen Menschen zu sehen, die durch die verschiedenen Ausstellungen durchschlendern und in dieser Welt, die man mit dem Aufbauteam und mit den Künstlern zusammen gemacht hat, gesehen, dass die können abtauchen und in die Welt hineingehen von den verschiedenen Künstlern.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Die ganze kunterbunte Ansammlung von allen Menschen, die extra für das Festival hierher kommen, aus der ganzen Welt nach Luzern strömen, unsere wunderbaren Ausstellungen anschauen, die wunderbaren Comic-Zeichnungen bestaunen, ein super Menü gehen essen in der Kornschütte und irgendwo ein Feierabendbier trinken im Magdi. Das ist eigentlich so wie ein mega Highlight in dem Luzern, wo sonst in der Altstadt nicht so viel los ist. Und das macht mich eigentlich mega stolz, dass Fumetto das immer noch hinbringt, die Altstadt so wahnsinnig zu beleben und so richtig ein Comic-Feeling reingeht. Und überall sieht man es und alle wissen es, dass Fumetto da ist. Schade. Fabian? Ja. Das sehe ich genauso. Ich freue mich immer total. Für mich ist das ein bisschen wie so ein Familientreffen. Ich glaube, dieses Jahr wäre mein 7. Jahr gewesen, aus Hamburg anzureisen und alle zu treffen. Das ist jedes Jahr ein totales Highlight in meinem Jahr. Und dieses Jahr hätte ich mich nochmal extra gefreut auf das Zeichnerduell, weil ich das dieses Jahr sehr gerne moderiert hätte. Und so ein paar Sachen mir überlegt habe, wie es besonders witzig werden kann. Und das kann ich jetzt hier nicht verraten, weil dann ist die Überraschung für nächstes Jahr kaputt. Und ich habe mit den ganzen Leuten vom Small Press 7 viel Kontakt gehabt. Und da sind einige neue Künstlerinnen und Künstler dabei, wo ich so gespannt war, deren Sachen, die ich immer nur virtuell gesehen habe, dann mal anzufassen, zu riechen, zu berühren und zu lesen. Das wird mir richtig fehlen dieses Jahr. Steffi, wie sieht es bei dir aus? Genau das Gleiche ist bei mir, wie bei euch allen. Und für mich wäre auch das Highlight der Mittwochabend gewesen, einfach weil ich es auch noch nie miterlebt habe, das Zeichner-Duell. Wenn sich Zeichner duellieren, wenn das Volk reinströmt und vor allem, wenn ich wieder mal auf Bier zapfen darf. Ja. Stimmt, du hast Bier gezapft, du hast dich so schön angemeldet und ich habe mich so gefreut, dass du das Bier an dieser Party zapfst. Ja, das war ein Highlight gewesen, wie viele schöne Sachen, wenn man die Leute sieht, wie sie umgehen, wie Kunst auf sie wirkt, wie die ganze Stadt in den Groove hineinkommt von dem Fumetto Festival, weil das überall positioniert ist und in jedem Ecke kommt man etwas mit über und es gibt eine riesen Welle, die während dieser Zeit durch die ganze Stadt ist und wenn man ein bisschen drinnen ist, ist man einfach wie in dem Fumetto drin und das ist die Fumetto-Zeit und die nimmt alles mit. Gerade für mich auch, ich liebe auch den Austausch mit den Künstlern, sehen, was machen die Leute, was bringen die Leute auf Papier, auf die Leinwand oder wie tun sie sonst um Künstlern und diesen Austausch, den werde ich sehr vermissen und darum versuche ich wenigstens hier ein bisschen euch noch zu geben. Ja. Lotte? Ich? Für mich ist Fumetto seit 29 Jahren eine Herzensangelegenheit. Schon immer gesehen. Es ist, glaube ich, das erste Jahr, dass ich das Festival nicht können miterleben, mitbestreiten. Es wird mir extrem fehlen, ganz viel. Speziell, seit ich bei Fumetto arbeite als Produktionsleiterin, der Kontakt mit diesen wunderbaren Leuten aus der ganzen Welt, die Verbundenheit mit diesen Zeichnern, die Menschen, die alle kommen, es wird mir extrem fehlen. Das. Ja. Eva? Eva, du musst dich noch laut stellen. So, jetzt sage ich es nochmal, sodass ihr es auch hört. Das Erste, was ich würde sagen, wäre sicher auch, dass einfach die Leute, es gibt so viele Leute, die man jedes Jahr an dem Small Press Heaven einfach nur dann sieht und wo man sich jedes Jahr darauf freut. Das Zweite wäre das ja für mich ganz speziell gewesen, meine eigene Ausstellung. Ihr seht es jetzt im Hintergrund, habe ich es schon versucht einzuhalten, es funktioniert sogar.
Ich habe dank dem Fumetto und Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, in Südsudan eine Zeichnungsreportage machen. Und wie ich euch vorstelle, ist das etwas mega Spezielles für mich. Und ich habe mich echt die ganze Zeit, wo ich dort war, darauf gefreut, das zu zeigen und über das zu erzählen. Und ja, ich freue mich darauf, jetzt das nächste Jahr zu machen. Vielleicht noch schnell das Thema. Das Thema wäre Schlangenbiss. Das wird leider auch nächstes Jahr noch aktuell sein. Das ist ein riesiges Thema, von dem her mega spannend war. Ich erzähle es gleich schnell, auch wenn es nicht so fröhlich ist. An Schlangenbiss sterben jedes Jahr 100'000 Leute. Ich habe heute gerade noch mal nachgeschaut, wie viele das am Coronavirus bis jetzt gestorben sind. Das ist ein Viertel von diesen 100'000 Leuten. Und es wird einfach nicht über das geredet. Und darum ist es eigentlich so toll, dass das eine Gelegenheit gewesen wäre, mal über so ein Thema zu reden. Aber ja, eben, das ist ein schweres Thema, wo dann lieber anhand von den Zeichnungen vielleicht angeschaut wird nächstes Jahr. Was ich mich auch darauf gefreut habe, war die Ausstellung vom Ampel-Magazin, wo die letzten Wochen wie blöd geschafft haben an einer riesigen Karton-Ausstellung, wo sicher mega toll gewesen wäre zum sehen. Genau. Aber das Hauptding sind sicher die Leute, die man jetzt ja wieder antrifft und womit. Gut. Danke vielmals, Eva. Dann wäre es jetzt an mir, eigentlich noch für ein Hobby zu reden. Ich probiere ihn nachher da reinzuschneiden. Der Grund, warum das mich das sehr interessiert, ist natürlich, weil ich eigentlich das Ressort Kommunikation bei mir habe. Ich bin der Steff Giovelli und wäre für das zuständig. Aber der Tobi hat mir geschrieben, er hat leider kein Internet im Augenblick. Von dem her ist es nicht mehr möglich. Wichtig aber für euch ist zu wissen, dass ihr natürlich ein bisschen Sachen vom Fumetto noch sehen könnt. Wir machen das über unsere Webseite, und das ist nämlich www.fumetto.ch, wie ihr sicher wisst. Und da gibt es sicher auch noch Aktionen, wie man das Fumetto unterstützen kann. Das werdet ihr auch auf der Webseite erfahren, wie die Seite heisst. Im Augenblick ist sie noch nicht online. Nächste Woche gibt es www.fumetto kann man helfen. Das wäre dann die Webseite, wo ihr alle weiteren Informationen hören könnt und schauen könnt. Wir hoffen, dass ihr alle gesund sind, alle fit sind und daheim eine gute Zeit habt, alle Bleistift gespitzt haben und alle Steuerunterlagen sortiert haben. Wir aber finden, für den heutigen Tag, wenn wir es gleich ein bisschen schön haben, und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir mit euch allen auch anstoßen können. Ich habe das nicht geplant, aber ich vermute, dass alle vielleicht irgendwo ein Glas haben mit einem Getränk. Und von dem her würde ich sagen, würden wir jetzt ein gemeinsames Anstoßen machen aufs Fumetto, wo das ja leider nicht so stattfindet, wie wir es geplant haben. Zum Wohl miteinander, viel Spass beim Seitenwälzen vom Fumetto, und ich hoffe, wir sehen euch alle wieder, spätestens im nächsten Jahr live direkt mit doppelter Kraft. Zum Wohl miteinander. Prost. Zum Wohl.